Da die Welt sich immer schneller ändert, ist gerade für junge Führungskräfte die Notwendigkeit, sich immer wieder neu mit ihrer eigenen Führung auseinanderzusetzen, mit der Arbeit in ihrem Team, mit der Art und Weise und auch vor allen Dingen mit dem Ziel, auf das sie hinführen wollen, ganz, ganz wichtig. Planetenrelevante Führung, mega schönes Wort, weil Führung und Zusammenarbeit für den gesamten Planeten, wie man das auch draußen in der Welt sehen kann, umso relevanter wird. Und deswegen ist planetenrelevante Führung planetenrelevant. Ich bin davon überzeugt, dass Führung eines der schönsten Handwerke ist, die man erlernen kann. Führen lernt man nur durch Führen. Die Attraktivität liegt also darin, dass man erfolgreicher mit seinem Team ist, wenn man gut führt. Und das wiederum ist hohe Attraktivität von Führung. Work-Life-Balance, ja, das ist aber eher eine Aufgabe, die für mich in Führung liegt, sich nämlich darum zu kümmern, dass die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, wenn ich die Führungskraft bin, eine gute Work-Life-Balance habe und ich selber achtsam mit mir umgehe, um immer als Führungskraft präsent zu sein. Im Prinzip alles, weil Führung sich nicht auf den Content zieht, sondern es darum geht, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und das ist in allen drei Bereichen gleichermaßen notwendig. Sich also mit dem Team auseinanderzusetzen, sich damit auseinanderzusetzen, wo die Reise hingehen soll, sich damit auseinanderzusetzen, wie man auch in Krisensituationen reagiert. Ist in allen Bereichen gleichermaßen relevant. Für Führungskräfte wird es mit KI umso relevanter, sich Gedanken dazu zu machen, woher kommen meine Informationen? Welche Daten wurden verwendet? Also das Ursache-Prinzip hat eine höhere Relevanz, um zu wissen, wie ich mit den gegebenen Informationen umgehe. Ansonsten bleibt Führung eine Aufgabe zwischen Menschen. Es bleibt eine Aufgabe, deren Relevanz weiter steigt, weil im Team zusammen die Herausforderung größer, die Veränderungsgeschwindigkeit schneller wird. Ich glaube, dass es eine der Kernaufgaben einer Führungskraft ist, klarzumachen, was für die Führungskraft oder die anstehende Aufgabe nicht verhandelbar ist. Und dabei geht es weniger darum, rote Linien im Sinne von, ich drohe etwas an, sondern genau im Gegenteil, klarzumachen, was nicht verhandelbar ist, um das Ziel zu erreichen, was nicht verhandelbar ist in der Zusammenarbeit, was nicht verhandelbar ist, wenn man auf den Markt zugeht, was nicht verhandelbar ist, wenn es um den Umgang mit MitarbeiterInnen geht. Das muss kristallklar sein und ausgesprochen zwischen den Kolleginnen und Kollegen im Team. War eine super, super schöne Aktion hier. Lismon-Stiftung, Bertelsmann-Stiftung stellen immer wieder geile Formate auf für Führungskräfte, junge Führungskräfte und Executives. Ich bin sehr dankbar, dabei sein zu dürfen.